Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich spreche nicht so oft als Wissenschaftlerin in so schönen Räumlichkeiten. Das genieße ich dann besonders. Die Bundesregierung hat vor kurzem auf eine Anfrage mitgeteilt, dass die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland vollumfänglich gewährleistet sei. Betrachtet man das jetzt nur in dem Sinne, dass in Deutschland keine staatlichen Vertreter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorschreiben, was sie forschen dürfen und sie dann wirklich für etwas bestrafen, wenn sie etwas forschen, was sie als inopportun sehen, dann ist das richtig. Allerdings, wie alle Freiheitsrechte, lebt auch die Wissenschaftsfreiheit von Voraussetzungen, die der Staat allein nicht garantieren kann, um einen Satz von Ernst Wolfgang Böckenförde aufzugreifen. Und da komme ich dann zum Klima der Freiheit, was ja auch im Titel des Vortrages schon genannt ist. Wichtig ist eben das Klima, das in den Hochschulen vorherrscht, um zu gewährleisten, dass die einzelnen Hochschulangehörigen die grundrechtlich garantierte Wissenschaftsfreiheit auch wirklich in Anspruch nehmen können. Und was dieses Klima der Freiheit betrifft, steht es an den deutschen Hochschulen nicht mehr zum Besten. Es gibt natürlich bestimmte charakterliche Prägungen von Menschen, von denen ja Hochschullehrer nicht ausgeschlossen sind, die schon immer den Korridor des Denkens, des Erkenntnisstrebens für Untergebene sozusagen verengt haben. Weil Personen aus Gründen der Eitelkeit dann nicht damit umgehen können, wenn andere zu Forschungsergebnissen kommen, die ihren eigenen Ergebnissen widersprechen, weil das erfordert ja doch ein gewisses Maß an charakterlicher Stärke, damit dann auch umgehen zu können. Diese Einschränkungen hatten wir natürlich schon immer. Das hat aber in den letzten Jahren nochmal eine neue Qualität bekommen und nicht so stark die Eitelkeit, sondern ein Trend, der uns vor allem aus den USA erreicht hat, nämlich die Gruppe von Wissenschaftlern, die ich als Agenda-Wissenschaftler bezeichne. Agenda-Wissenschaftler aus dem Grund, weil es sich hier um Personen handelt, die in erster Linie Forschung und Lehre als Mittel sehen, um die Transformation der Gesellschaft nach ihrem Weltbild zu verwirklichen. Das fing ganz stark mit identitätspolitischen Fragestellungen an, gerade aus den USA kommend. Da hatte schon eine etwas längere Tradition, war aber auch lange unterm Radar, aber man findet schon Berichte auch in den späten 70er, frühen 80er Jahren. Richtig Aufwind hat das in den USA genommen, so ab 2010 und hat dann zunehmend auch andere angelsächsische Länder erreicht. Wir haben das auch in den deutschen Diskussionen dann mitbekommen, wenn Sie es im Feuilleton auch mal gelesen haben, diese Begriffe wie Safe Spaces, Triggerwarnungen, bestimmte Dinge, die man also in Universitäten nicht mehr diskutieren soll, Fragestellungen, die man nicht mehr aufgreifen soll, Argumente, die als verletzend gelten. Dass man auch über Quoten nachdenkt, also nicht nur was das Personal betrifft, sondern auch Quoten der Literatur, die verwendet werden. In vielen angelsächsischen Ländern ist inzwischen Usus, dass man 40% der Seminarliteratur verwendet, die von Frauen geschrieben ist. Das ist natürlich in bestimmten Fachbereichen sehr schwierig, wie sich jeder vorstellen kann, einfach weil Frauen da unterrepräsentiert sind, vor allem wenn sie dann noch historische Themen haben. Das sind also Dinge, die in den USA so ab 2013, 14 sehr stark geworden sind und dann nochmal einen enormen Auftrieb erlebt haben mit der Wahl von Donald Trump. Da ist so eine Art moralische Panik sichtbar geworden. Die Sorge, oh, wenn jetzt so jemand wie Trump Präsident wird, alles, was wir am Progressivem erreicht haben, wird uns jetzt weggenommen werden. Das heißt, wir müssen dieses Programm des Progressiven, unsere identitätspolitische Agenda, jetzt nochmal ganz besonders verstärken. Und das ist auch der Zeitraum, in dem das auch zunehmend nach Deutschland kommt, auch hier mehr Diskussionen darüber sind, welches Erkenntnisinteresse dann noch identitätspolitisch gerechtfertigt werden kann, ob bestimmte Fragestellungen nicht für Personen, die einer Opfergruppe zugerechnet werden, also nicht privilegiert, ist auch ein Terminus, der sehr häufig verwendet wird, Frauen zum Beispiel oder auch Personen mit Migrationshintergrund, rassistisch markierte Menschen, ja, da gibt es auch ein ganz eigenes Vokabular inzwischen, das als verletzend empfunden werden könnte und deshalb eben nicht mehr diskutiert werden soll. Wir sehen das inzwischen auch in einer ganzen Reihe an anderen Fachbereichen, die hochgradig politisiert und moralisiert worden sind. Das ist eigentlich das, was immer passiert in dem Moment. Man politisiert ein Thema, weil man hat ja eine gesellschaftspolitische Agenda. Man möchte zum Beispiel eine antirassistische Gesellschaft schaffen oder eine antisexistische Gesellschaft schaffen. Hat eine ganz klare Vorstellung davon, wie diese Gesellschaft aussehen soll.
akzeptiert dann auch keine abweichenden Argumente und man macht dann das, was auch sonst in der Gesellschaft zunehmend sichtbar wird, dass man sich nicht mehr auf der Sachebene mit diesen Fragen beschäftigt, sondern dass man sofort auf die Person zielt, also das klassische Ad hominem-Argument, um dann auch jeder inhaltlichen Diskussion auszuweichen. Das ist natürlich in gewisser Weise auch verständlich, wenn Sie sehr stark Ihre Positionen auf Ideologien aufbauen, dann sind die oft sehr wackelig und wenn Sie das wirklich dann einer empirischen Diskussion unterziehen müssen, dann entziehen Sie sich dem lieber und das macht man sehr häufig dadurch, dass man eben auf die persönliche Ebene dann zielt. Diese Agenda-Wissenschaftler treten vor allem, das ist auch in anderen Ländern so, in Deutschland auch, in den ohnehin ideologieanfälligen Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften auf, haben aber inzwischen eine Ausstrahlungswirkung. Denken Sie an das Gendern, das ja die ganze Gesellschaft schon erfasst hat, in andere Fachbereiche, also auch in die Wirtschaftswissenschaften hinein, zum Beispiel teilweise auch in technische Fächer hinein. Die Agenda-Wissenschaften sind auch deshalb zunehmend erfolgreich, weil wir hier diesen berühmt-berüchtigten Marsch durch die Institutionen sehen, dass eben diese Trends schon viel früher angefangen haben. Eigentlich sieht man das schon so ab den 70er Jahren. Da kam ja auch schon mit dem Ausbau des Hochschulsystems gerade in die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften Lehrende und Forschende hinein, für die das dann zentral war, auch mit Forschung und Lehre gesellschaftliche Ideen umzusetzen. Damals war das aber noch eine viel heterogenere Universität. Vor allem in diesen Fachbereichen gab es einfach Liberale, es gab Konservative, es gab einfach schlicht und erkenntnisorientierte Personen, es gab stärker linksorientierte Personen. Inzwischen durch den Marsch, durch die Institutionen, auch den ersten großen Generationenwechsel, in ein paar Jahren steht da der nächste bevor, sind einfach sehr viele Personen an die Universitäten gekommen, die schon letztendlich mit diesem agenda-wissenschaftlichen Konzept ausgebildet worden sind und das auch als attraktiv erleben. Und dadurch hat man nicht durch die Bank in Deutschland, das ist klar, in den einzelnen Fachbereichen, aber an immer mehr Instituten eine kritische Masse dieser Wissenschaftler, die dann auch tonangebend sind. Was sie unterscheidet von dem klassischen Wissenschaftler, so zumindest wie man natürlich auch ein gewisses Idealbild hat. Das Idealbild des Wissenschaftlers, der interessiert sich dafür, Phänomene zu verstehen und zu erklären, also wirklich nach Erkenntnis zu streben, auch offen daran zu gehen. Hier ist es ja von Anfang an verschlossen, wenn man schon vorher weiß, in welche Richtung man forscht. Und das ganze Forschungsdesign wird so angelegt, dass natürlich nur das erwünschte Ergebnis dann auch rauskommen kann. Das heißt also, jetzt hat man zunehmend eben diese Personen, die agieren, weil sie ein politisches Programm haben, sehr politisch und sind diejenigen, die ganz schnell in Gremien streben, die sehr viel Wert drauf legen, also die Arbeit, die eigentlich die Wissenschaftler, die nach Erkenntnis streben, oft eher links liegen lassen, gucken, dass sie in Besetzungskommissionen sind und dominieren immer mehr dann die Gremienarbeit, die Besetzungskommissionen. Sie achten dann auch sehr strikt darauf, dass nur in Anführungszeichen ihresgleichen, also Gleichgesinnte, dann rekrutiert werden. So verbreitet man dann auch die Machtbasis. Und so ist es so wie konzentrische Kreise. Es greift immer mehr um sich. Und für die wenigen, die dann noch verblieben sind in diesen Fachbereichen, die einfach ganz klassisch Wissenschaft betreiben möchten, also Phänomene verstehen, wird es dann immer enger, die kommen immer mehr an den Rand. Dann verbreitert sich das auch, dass natürlich die Absolventen dieser Studiengänge nachher dann auch oft in Schlüsselpositionen sind, natürlich in den Medien, aber noch viel wichtiger in Stiftungen und anderen Drittmittelgebern, weil einen ganz wichtigen Einfluss, dass auch Agenda-Wissenschaftler diese Macht ausüben können, sind die Hochschulreformen der frühen 2000er Jahre, die klug gedacht waren, dass man also Hochschulen auch in Bewegung bringen wollte. Also was Verkrustetes aufzubrechen und der Gedanke war ja unter Schröder, dass dann Konkurrenz das Geschäft belebt. Und man hat dann die Grundfinanzierung zurückgefahren, über die ja vorher viel Forschung auch finanziert wurde und hat jetzt, um Anreize zu setzen, dann eben verschiedene Drittmittel ausgeschrieben, für die man sich immer wieder bewerben muss. Aber das hat natürlich auch eine neue Türsteherfunktion mit sich gebracht von einzelnen Personen im Wissenschaftssystem, die dadurch sehr mächtig geworden sind. Unter anderem auf diese Art und Weise auch der Staat. Weil gerade wenn zum Beispiel das Bundesministerium für Bildung und Forschung Programme ausschreibt, allein dadurch, dass sie natürlich die Themensetzung dann vornehmen,
lenken sie Forschung auch in eine gewisse Richtung. Und wenn andere dann mitziehen, dann sehe ich natürlich Verschiebungen der Forschungsfragen in bestimmte Richtungen, die dann politisch opportun sind. Und dann ist es sehr schwierig, Gelder für was anderes zu bekommen. Das heißt, sie kriegen sehr überforschte Gebiete und ganz unterforschte andere Gebiete. Dann haben sie natürlich die, man will ja immer wissenschaftliche Qualität damit sichern. Dann hat man das Peer-Review-Verfahren, also dass andere Wissenschaftler dann in den Gremien sitzen, die Anträge begutachten. Wenn ich da allerdings keine offenen Wissenschaftler habe, die sagen, ich gucke jetzt nur nach der Qualität des Antrages, hat jemand schon mal sowas gemacht, ist es wirklich was Neues und verspricht es, gute Ergebnisse zu bringen, also solide Wissenschaft. Sondern ich schaue auch danach, passt es in mein politisches Konzept? Und wenn ich die Gesellschaft verändern will und im Antrag steht etwas, was Ergebnisse bringen kann, die dann mein politisches Projekt torpedieren könnten, dann lasse ich das nicht durch. Und wenn ich dann eine gewisse Gruppe in den Gutachtergremien habe, die so tickt, dann haben Anträge, die abweichen davon sind, keine Chance mehr. Jetzt ist es aber im Wissenschaftssystem eine ganz wichtige Währung, dass man eben Drittmittel einwirbt, also für den Status, den einzelne Wissenschaftler dann auch in Universitäten haben, dass sie möglichst viele Drittmittel einwerben und dass sie renommierte Drittmittel einwerben, also von der Deutschen Forschungsgesellschaft zum Beispiel, DFG oder auch von der EU. Also gibt es ein ganz klares Ranking, wie viel letztendlich dann auch, was nicht nur das Geld, sondern auch das Renommee betrifft, diese Drittmittel wert sind. Und deshalb ist es besonders wichtig, auch für die Agenda-Wissenschaftler, die streben besonders in die Gremien, wo dann die renommierten Drittmittel vergeben werden. Und damit wird das dann eben letztendlich ideologisch eingenordet, zunehmend Schritt für Schritt dann eingenordet. Ähnlich verhält es sich, was Publikationen betrifft. Auch hier war Markt, Konkurrenz belebt das Geschäft, dass man mehr peer-reviewed Artikel, also sie in renommierten Fachzeitschriften, die wieder von Wissenschaftlern, die meistens schon gutes Standing haben, dann begutachtet werden, ob die der Qualität entsprechen. Ist letztendlich auch gut gedacht, dass man eine Qualitätskontrolle macht, aber ähnlich wie bei den Drittmittelgremien kriegen manche einfach sehr viel Macht auf diese Art und Weise. Und wenn da wieder besonders viele Agenda-Wissenschaftler unterwegs sind, dann haben sie auch da kaum Chancen, was zu publizieren. Und heutzutage kommt es ganz stark darauf an, eben wie viel Drittmittel sie haben, wo sie die Drittmittel eingeworben haben, wie viele Publikationen sie haben und wo sie publiziert haben. Und das ist nicht nur für das Renommee derjenigen, die drin sind, wichtig, sondern noch viel wichtiger für diejenigen, die reinstreben, also für die Nachwuchswissenschaftler. Und in Deutschland ist man ja locker bis 45 Nachwuchswissenschaftler. Das ist auch eine deutsche Besonderheit. Ja. Und Lifelong Learning. Und dann haben wir im Moment ca. 83% der Wissenschaftler in Deutschland befristet beschäftigt. Das ist auch ein Ergebnis der Schröder-Reformen, dass die im Mittelbau, also unterhalb der Professur, die festen Stellen sehr stark zurückgefahren worden sind. Und man hat das neue System gemacht über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Man hat 6 Jahre bis zur Promotion, die man befristet beschäftigt sein kann, und 6 Jahre nach der Promotion pro Kind, wenn man das betreut, kriegt man dann noch entsprechend Zeit dazu. Aber nehmen wir einfach mal 6 Jahre vor und 6 Jahre nach der Promotion, und dann wird es sehr schwierig, im System zu bleiben. Dann können Sie nur noch nach Teilzeit- und Befristungsgesetz mit Sachgrund weiter beschäftigt werden. Dann haben die Leute oft so Verträge von einem Drittmittelprojekt zum anderen, um irgendwie an der Universität zu bleiben und irgendwie die Chancen auf eine Professur dann noch zu erhalten. Das heißt also, wir haben mit 83% einen sehr, sehr hohen Anteil an Wissenschaftlern, die abhängig im System sind. Und durch diese Abhängigkeit können natürlich Agenda-Wissenschaftler nochmal eine enorme Dominanz ausüben. Das heißt, allein um seine Karrierechancen zu erhalten, muss man dann schauen, dass man letztendlich den akademischen Türstehern inhaltlich folgt. Und das wird auch gemacht. Das hätte jetzt auch ohne Agenda-Wissenschaftler so ein System, auch wenn es gut gedacht war, was Qualitätskontrolle betrifft, hätte auch da einen normierenden Effekt, weil Menschen sind Menschen, ist Menschen, ja, die Eitelkeiten spielen immer eine Rolle. Nehme ich jetzt irgendeinen Artikel an, der genau meiner Forschung widerspricht? Wenn ich als Wissenschaftlerin sage, es ist mir jetzt richtig wichtig, das zu machen, weil ich stehe dafür ein, und ich kann hier nicht das eine predigen und das andere tun, dann mache ich das.
Aber man muss schon über seinen eigenen Schatten dann springen, muss sich dessen bewusst machen. Und viele, die in einer Machtposition sind, nutzen einfach auch diese Machtposition. Das heißt, das wäre also ohnehin schon ein Problem, ist aber durch das Auftreten gerade in den betroffenen Fachbereichen durch die Agenda-Wissenschaftler nochmal zusätzliches Problem. Und damit werden eben Wissenschaftler, die nicht diese gesellschaftspolitische Agenda teilen, die teilweise gesellschaftspolitisch auf einem anderen Standpunkt stehen, aber es reicht auch schon, dass man gar keinen gesellschaftspolitischen Standpunkt mit seiner Forschung betreiben will, sondern das macht, wofür Wissenschaft eigentlich da ist, in einem funktional differenzierten System, nämlich der Gesellschaft ergebnisoffen Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen und dann funktional differenziert zu sagen, die Wissenschaft ist eben dafür da, Erkenntnis zu gewinnen, die Politik ist dafür da, diese Erkenntnisse zu nutzen und entsprechend eben Politik zu gestalten. Und diese Vermischung ist das Problem. Also wir haben sozusagen eine Fremdwährung im System. Unsere Eigenwährung in der Wissenschaft ist die Erkenntnis. Die Fremdwährung ist Macht über die Politik. Und wir haben noch eine zweite Fremdwährung, mit der das durchgesetzt wird, ist die Moral. Was man möchte, das wäre also die Funktion der Religion oder Kirche. Das also früher durften sie bestimmte Sachen nicht forschen, weil es gegen die herrschende Theologie ging. Inzwischen ist es säkularisiert, sie dürfen aber nicht gegen die herrschende Moral verstoßen. Dann geht es gar nicht mehr um ihre Argumente, egal wie solide ihre Datenbasis ist, sondern es geht darum, dass die Moral sagt, das darf nicht geforscht werden. Das sagt natürlich so offen keiner, das ist ja klar. Es wird dann mit bestimmten Codewörtern gemacht. Die kennen Sie inzwischen sicher auch alle, weil die auch breiter in der Gesellschaft verwendet werden. Das sind Begriffe wie umstritten und problematisch. Damit wird dann angezeigt in diesen Begriffen, welche Wissenschaftler am besten nicht mehr auf Tagungen einzuladen sind, mit welchen Wissenschaftlern man nicht publizieren sollte, mit welche Wissenschaftler keine Drittmittel bekommen sollte, mit wem man einfach am besten nicht zusammenarbeitet, damit man nicht selber in diesen Sog des Unmoralischen gerät. Früher hätte man gesagt, des Ketzers gerät. Und das, der Gedanke ist dann, der dahinter steckt, ein Wissenschaftler ist umstritten, weil seine Forschung problematisch ist und letztendlich ist sie problematisch, weil sie der eigenen gesellschaftspolitischen Agenda widerstrebt. Das kann man natürlich so nicht sagen, sondern man sagt dann, das ist in meinen Fachbereichen sehr beliebt, ich schaue sie jetzt an, dann heißt es dann, ja zum Beispiel, wenn man in der Migrationsforschung sagt, ja, Migration funktioniert dann, wenn sie gesteuert wird und man schaut, was die Bedürfnisse einer Gesellschaft sind, was die Aufnahmekapazitäten sind, dann heißt es sehr schnell, ja, aber das sagt die AfD auch, das ist anschlussfähig an die AfD. Und das ist auch wieder ein Codewort letztendlich, das darf nicht sein und das, deshalb kann man überhaupt über dieses Thema dann nicht mehr offen diskutieren. Dabei muss das ja diskutiert werden, aber wir verschließen einfach immer mehr Themenbereiche dadurch. Ein anderer Themenkomplex, der ganz stark inzwischen davon betroffen ist, weil er auch stark politisiert ist, ist die Klimaforschung. Da steht inzwischen natürlich auch so viel auf dem Spiel, wenn man enormen politischen Handlungsdruck aufgebaut hat, den man sofort verlieren würde, wenn man solide Ergebnisse von Wissenschaftlern überhaupt nur zur Diskussion stellen würde, die etwas herausfinden, was nicht mit diesem Handlungsdruck direkt in Einklang zu bringen ist. Also der Handlungsdruck wird ja erzeugt dadurch, dass man sagt, an der großen Klimakatastrophe ist einzig der kapitalistisch wirtschaftende Mensch schuld und deshalb brauchen wir natürlich einen Systemwechsel. Und jedes wissenschaftliche Ergebnis, das daran Zweifel sät, weil es einfach zeigt, es ist eben nicht nur der Mensch, sondern es gibt andere Faktoren, was in einer komplexen Welt eigentlich niemanden überraschen würde. Aber diese Welt ist eben dann nicht mehr komplex, die ist dann immer sehr eindimensional. Das darf dann nicht sein, dann wird eben moralisiert, indem man auch sagt, ja, aber wenn man diese Ergebnisse überhaupt nur zur Kenntnis nehmen würde, dann würde man ja letztendlich den Untergang der Menschheit oder der ganzen Welt in Kauf nehmen. Ja, das ist die maximale Moralisierung für ihr eigenes Anliegen, das sie verschaffen können, wenn man ihnen nicht zuhört, wenn man andere Ergebnisse nur diskutiert, nimmt man den Untergang der ganzen Menschheit oder der Welt in Kauf. Also was man letztendlich damit verhängt, das hätte ich jetzt vor eineinhalb Jahren wahrscheinlich so noch nicht, doch vor eineinhalb Jahren schon, aber vor zwei Jahren noch nicht so formuliert, was man damit verhängt oder versucht zu verhängen, ist eine Art von intellektuellem Lockdown. Dass sie einfach bestimmte Bereiche haben, über die sie nicht hinausdenken sollen. Natürlich gibt es
einen gewissen Korridor, innerhalb dessen sie argumentieren können. Wer diesen Korridor nie verlassen hat, das sind meistens die Personen, die sagen, da gibt es doch überhaupt keine Probleme, man kann alles argumentieren. Sage ich meistens, ja, aber bestimmte Argumente hat die Person noch nie gebracht, sonst wird sie wissen, wie die Barrieren verlaufen. Und die Vorstellung ist halt sehr häufig noch, dass es dann tatsächlich, wie auch die Bundesregierung sagt, das ist ja vollumfänglich verwirklicht, dass dann die Polizei auftauchen müsste und einen verhaften, wenn man jetzt ein Forschungsthema verfolgt hat. Sondern es läuft ja alles viel subtiler und viel mehr unterm Radar. Wir merken das auch bei dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Wir haben eine Dokumentation auch auf unserer Homepage, die ist natürlich nicht vollumfänglich. Das haben wir auch ganz bewusst gemacht, dass wir bestimmte Kategorien nur als Fallbeispiele haben. Dass dann sehr häufig gesagt wird, ja, aber so viele Fälle sind es doch gar nicht. Und man muss dann also Hunderte, Tausende von Fällen wahrscheinlich haben, damit irgendjemand mal sagt, dann gibt es ein Problem. Wahrscheinlich wird dann immer noch argumentiert, es gibt kein Problem. Aber vieles passiert einfach unterm Radar. Das kann man gar nicht so genau dann benennen und beschreiben. Weil natürlich kann man immer sagen, es gibt auch andere Gründe, wenn jemand sagt, bis ich eine bestimmte These vertreten habe, habe ich im Grunde bei der DFG alle Anträge durchbekommen und auf einmal gehen die nicht mehr durch. Kann man nicht hundertprozentig den Beweis erbringen, dass es daran liegt. Nur wenn sich das häuft, wir sehen, dass es diese Muster gibt, dann kann man schon mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zumindest davon ausgehen, dass es daran liegt und dass es Folgen hat. Und man selber merkt es ja auch, also wie sich dann bestimmte Leute von einem distanzieren und einen auch nicht mehr einladen. Oder es geht ja so weit, also wir haben jetzt bei einem Mitglied noch im Netzwerk das gehabt, da, weil jemand Mitglied des Netzwerkes ist. Das hat dann schon ausgereicht, dass jemand, der einen Vortrag zugesagt hatte bei der Person an der Uni, wieder abgesagt hat, weil Kollegen die Person unter Druck gesetzt haben, zu so jemandem zu fahren, der in so einem Netzwerk ist. Weil auch bei dem Netzwerk, auch die Presseberichterstattung war ganz interessant, je nachdem natürlich, wer berichtet hat. Aber die Süddeutsche zum Beispiel hat dann auch gleich versucht, uns dann in die rechte Ecke zu drängen. Wir wollen nur, sind nur alte, weiße Männer, die ihre Deutungshoheit absichern möchten. Ja, genau. Also das sind ja immer die gleichen Versatzstücke, die dann auch gebracht werden. Ich persönlich finde es trotzdem erstaunlich, dass sie eine Wirkmächtigkeit entfalten, wobei sie eigentlich ziemlich abgenudelt sind inzwischen. Trotzdem ist es für viele dann auch ein Zeichen, oh, dann gehe ich jetzt lieber nicht über diese Schwelle drüber, weil im Kopf ist ja immer die Frage, was hat das für Konsequenzen? Und ich finde es im Hochschulsystem eben jetzt auch besonders wichtig, dass diejenigen, das sind ja leider in Deutschland nur 17%, diejenigen, die fest drin sind, dann auch dieses Problem benennen und was dagegen tun, weil von denjenigen, die jetzt abhängig beschäftigt sind und die darauf warten, dass sie irgendwo noch eine Stelle bekommen, kann man das jetzt nicht erwarten. Wir haben aber jetzt nicht nur die Lehrenden oder Forscher, die agendawissenschaftlich unterwegs sind, sondern inzwischen auch Studierende. Studierende kommen teilweise schon mit diesen Weltanschauungen aus der Schule heraus und finden das auch attraktiv, weil alles, was sehr weltanschaulich ist, in dem Alter 18, 19 Jahre, wenn ich in die Universitäten komme, ist natürlich orientierungs- und identitätsstiftend. Ja, es ist eine neue Lebensphase, sie suchen nach Orientierung und da haben sie Orientierung, ganz klar. Es ist auch eine enorme Komplexitätsreduktion. Bei einigen ist es schon länger her mit dem Studium, bei anderen vielleicht gerade noch nicht so lange, wenn ich mich umschaue. Aber die Erinnerung, denke ich, hat noch jeder. Am Anfang steht man schon auch vor einem unglaublichen Berg an Wissen und weiß nicht genau, wie man das alles sortieren soll. Und die Agendawissenschaft hilft dabei, weil es alles sehr einfach ist. Also auch in einem Bereich, mit dem ich mich früher viel beschäftigt habe, mit dem Kolonialismus, das ist ja sehr komplex, 500 Jahre westliche Kolonialgeschichte. Das lässt sich nicht auf einen Punkt bringen, aber für Agendawissenschaftler schon. Westlicher Kolonialismus ist die Wurzel alles Übels, es war grundsätzlich nur schlecht, weil es moralisch verwerflich ist und mehr muss ich nicht wissen. Und damit können Sie dann auch als Student jeden gestandenen Professor aus dem Feld kegeln. Da haben sie einfach die moralisch stärkere Position. Das ist deprimierend für diejenigen, die wirklich sehr viel dann an Wissen erworben haben und das auch in der Komplexität sehen können. Es gibt Studierende, die das natürlich selber auch in dieser Komplexität erwerben möchten, aber die dann auch mit Kommilitonen, die es anders sehen, schon in Konflikt geraten. Es geht also teilweise so weit, dass Kommilitonen
dann andere schneiden, weil die in Seminaren etwas gesagt haben, was nicht ihrer politischen Haltung entspricht. Wir kennen es aber auch in die andere Richtung, dass Lehrende Druck auf Studierende ausüben. Mir hat mal jemand geschrieben, die Person ist inzwischen fertig mit dem Studium. Ich hatte mir das auf einen Zeitungsartikel hingeschrieben, ein Erlebnis an einer Universität. Da hat der Student in einem Seminar das Wort Mentalität verwendet. Daraufhin hat die Lehrende ihn ziemlich zur Schnecke gemacht, weil dieses Wort sei rassistisch und sie möchte so einen rassistischen Begriff niemals mehr in ihrem Seminar hören. Rassistisch war dieser Begriff anscheinend, weil er eine Differenzkategorie zwischen Menschen eröffnet. Es gibt unterschiedliche Mentalitäten. Der Student hat damals noch nachgefragt, ja, warum ist dann das rassistisch? Und sie konnte ihm das nicht erklären, wollte das wohl auch nicht erklären, das war so und fertig. Er sagte, sie können sich vor, oder mir geschrieben, sie können sich ja vorstellen, dass in dem Seminar später keine Diskussion mehr möglich war. Auch die Kommilitonen fanden das unmöglich, haben aber dann nichts gesagt und sich auch nicht solidarisiert in dem Moment, was wahrscheinlich einfach in dieser Form der Interaktion nicht selten dann auch der Fall ist. Es gibt es aber auch andersrum, dass Lehrende Angst vor ihren Studierenden haben. Dass also die Studierenden so als Diskurspolizei im Raum sitzen und darauf warten, dass jemand etwas sagt. Und unter Umständen, Sie können das ja heute, Sie wissen ja nicht, was da alles so mitläuft, dann was mitschneidet, einen Satz komisch rausnimmt, das kann man ja auch entsprechend machen, und sie dann über die sozialen Medien entsprechend in Probleme geraten. Das hat mich mal auch auf das Problem aufmerksam gemacht. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Ich glaube, der Artikel war von 2017. Es ging damals um US-amerikanischen Dozenten, der einen Artikel geschrieben hat, warum ich Angst vor meinen progressiven Studenten habe. Und da ging es genau darum, dass in Amerika es natürlich viel krasser ist noch als bei uns. Der war, glaube ich, Dozent für englische Literaturwissenschaft. Da möchte ich aber die Hand nicht mehr ins Feuer legen. Und er hatte wirklich Angst davor, welche Texte er ihnen zu lesen gibt, dass sich einer verletzt fühlen könnte. In Amerika haben sie inzwischen überall Beschwerdestrukturen eingebaut. Sie müssen sich die Hände nicht mehr selbst schmutzig machen. Ja, sie gehen einfach irgendwo hin, ist ja extra dafür eingerichtet. Die warten ja drauf, das ist deren Job, die Beschwerden entgegenzunehmen. Und die werden für sie tätig. Das senkt die Hemmschwelle enorm. Das ist gut gedacht erstmal, überhaupt die Möglichkeit der Beschwerde zu geben, in vielen Punkten. Aber es wird eben auch in dem Klima, das man inzwischen hat, entsprechend ausgenutzt. Also der hatte Sorge, dass er dann, der hatte keine feste Stelle, dass er dann seinen Vertrag nicht verlängert bekommen würde, wenn es eben eine Beschwerde gäbe, weil jetzt eine Studentin sagt, da kam ein Begriff da drin vor oder da wurden Frauen auf eine Art und Weise dargestellt, die nicht meinem feministischen Weltbild im Jahre 2017 entspricht. Und eben auch, wie er sich selbst ausdrückt, hatte er Sorge. Also welche Worte verwende ich? Und dann haben sie natürlich kein Klima der Freiheit mehr im Seminarraum. Also dann haben sie auf der einen Seite die Lehrenden, die in Sorge sind, dass Studierende etwas als verletzend empfinden könnten. Sie haben Studierende untereinander, die in Sorge sind, dass Kommilitonen etwas als problematisch sehen könnten und sie nachher sozial ausgegrenzt werden. Und sie haben Studierende, die in Sorge sind, dass es, wenn Lehrende etwas, was sie sagen, negativ sehen, dass das dann entsprechenden Einfluss auf ihren Studienverlauf hat. Das ist teilweise, kann das alles dreimal zusammenkommen, meistens ist dann das eine oder andere vorliegend. Und das ist sehr schwierig natürlich auch in solchen Situationen überhaupt darüber zu sprechen, wo diese Probleme dann auch entstehen. Und was es sicher auch zur Folge hat, ich weiß es jetzt nicht für Deutschland, weil ich keine entsprechenden Untersuchungen kenne, für Australien habe ich das gesehen, dass gerade die Geisteswissenschaften und auch Sozialwissenschaften inzwischen deutlich weniger zum Beispiel von jungen Männern studiert werden, auch aus dem Grund, weil einfach immer nur das toxische Männlichkeitsbild noch in den Seminaren dominiert. Beziehungsweise es teilweise sogar so weit geht, dass man sagt, junge Männer sollen sich in Seminaren zurückhalten, weil aufgrund allein ihrer Anwesenheit würde ihre weiße toxische Männlichkeit sich auf andere auswirken. Die würden sich dann zurückgesetzt fühlen und würden sich nicht frei fühlen, sich zu melden.
So weit sind wir glücklicherweise in Deutschland nicht. So was habe ich jetzt aus dem deutschen Raum noch nicht gehört. Ja, es kommt. Der Vorschlag, in den sogenannten Liedfächern Jungs und Mädchen getrennt zu unterrichten, das gibt es schon, genau. Aber in dem Fall ist halt, dass man gemeinsam bleibt, aber die Männer sollen nichts sagen oder es ganz zurückhalten. Genau, dass sich dann freier fühlen, ja. Aber in dem Fall ist das sogar mit der direkten Zurücksetzung der Männer im gleichen Raum. Ja. Nee, getrennt, eben aus dem Raum zu nehmen. Mhm. Ja, ja. Die Mädchen hindern. Die Mädchen hindern, ja. Ja. Nein, ja, vieles, was hier als progressiv verkauft wird, ist eigentlich nur umgedreht, also eine umgedrehte Diskriminierung. Dass man also sagt, auch um Gerechtigkeit zu schaffen für die Diskriminierung, die es ja früher wirklich mal gab, müssen wir es jetzt umdrehen. Ich denke, die verkaufen es zwar immer unter sozialer Gerechtigkeit, im Grunde geht es aber meinem Eindruck nach zunehmend auch um Rache und Macht. Und das muss man auch so klar an der Stelle benennen, weil es sind einfach niedrige menschliche Emotionen, die über so einen Kontext dann geschürt werden und ja, zur Blüte kommen. Ja, das Problem, was wir dadurch natürlich haben, ist, dass wir nicht nur dann in der Forschung entsprechende Verengungen haben, die sich wieder negativ auf die Gesellschaft auswirken, weil der Gesellschaft ja auch dadurch Wissen entzogen wird. Die Universitäten erfüllen nicht mehr ihre Funktion voll auf, die sie erfüllen sollen, nämlich der Gesellschaft das Wissen in der Breite zur Verfügung zu stellen, damit sie entsprechende Entscheidungen treffen kann. Sie werden selbst politisch aktiv, hat natürlich auch entsprechende Folgen dann gerade auch für die jungen Menschen nochmal, die dann auch denken, das ist Wissenschaft. Also Wissenschaft ist eben nicht mehr, dass man lernt, wie man denkt, sondern was man denkt. Und das ist ein Problem, weil die Hochschulen sind natürlich genau dafür da, eigentlich das Denken auszubilden von jungen Menschen, das dann ganz unabhängig funktionieren sollte. Und damit, die sprechen zwar immer sehr viel von Vielfalt, aber sie meinen immer nur demografische Vielfalt. Die Vielfalt, die sie nicht ertragen, ist die Erkenntnisvielfalt. Aber nur das bringt eigentlich eine Gesellschaft weiter. Nur daraus kann wirklich Innovation und Kreativität auch entstehen, wenn man sich frei fühlt. Wenn sie sich nicht frei fühlen in dem, was sie machen und immer denken, oh, da muss ich da aufpassen und dort aufpassen, was könnte das hier für Folgen haben, dann wird sehr vieles, was an innovativen Gedanken gut möglich wäre, einfach nie das Licht des Tages dann auch erblicken. Noch kurz einen Blick auf die Uhr. Wichtiger Punkt für mich an der Stelle ist noch, dass hier mit dem Freiheitsbegriff Schindluder getrieben wird. Und zwar wird der Freiheitsbegriff beibehalten, aber im Sinne eines sogenannten Concept Creep, das ist ein Begriff, den ein australischer Psychologe 2016 eingeführt hat. Das heißt, man behält einen Begriff bei, hüllt ihn aber im Grunde komplett aus und füllt ihn neu. Und das passiert eben auch mit dem Freiheitsbegriff. Das heißt also, diejenigen, die diese agendawissenschaftlichen Programme sehr stark vorantreiben, denen geht es nicht mehr darum, Freiheit im Sinne von individueller Freiheit, sondern Freiheit ist Freiheit vor missliebigen Argumenten, Freiheit vor Gefühlsverletzungen, Freiheit vor Diskriminierungen. Das zeigt sich auch sehr schön, es hat sich auf unser Netzwerk ein Gegennetzwerk gegründet, gleichen Namens im Mai oder Juni. Das ist besonders schön mit gleichem Namen, also auch im Internet. Wir haben die E-Mail, die Domain www.netzwerk-wissenschaftsfreiheit.de. Die haben hinten nur Org genommen. Wir haben leider den Fehler gemacht, nicht alle Domänen gleich zu kaufen. Insofern haben die sich also mit Org dann da eingetragen. Und die haben ein ganz anderes Verständnis von Wissenschaftsfreiheit. Für die ist also Wissenschaftsfreiheit, habe ich mir vorhin nochmal aufgeschrieben, wir verstehen Wissenschaftsfreiheit als Freiheit von Diskriminierung, Ausschluss und Prekarisierung. Wissenschaftsfreiheit stellt für uns die Basis für Aushandlungsprozesse dar. Wir fragen danach, wer in welcher Form Objektivität behauptet und einsetzt, um an einer Deutungshoheit der wenigen festzuhalten.
Das hat nichts damit zu tun, wie Freiheit in westlichen Gesellschaften nach der Aufklärung gedacht war. Das ist ein auf Gleichheit angelegtes Prinzip. Gleichheit ganz streng demografisch orientiert, also letztendlich nach Quoten, ohne auch feste Quoten hier zu benennen. Aber aus ihrer Sicht ist eben Wissenschaftsfreiheit dann gewährleistet, wenn die Gesellschaft die Teilhabe von Menschen möglich ist, die Vielfalt der Gesellschaft abbildet. Das heißt also, es geht um demografische Vielfalt und eben nicht mehr um Erkenntnisvielfalt und damit auch nicht um die wirkliche Freiheit von Einzelnen entsprechend forschen und lehren zu können. Und da zeigt sich, denke ich, ein ganz großes Missverständnis, was sich aber gerade über diese agendawissenschaftlichen Programme stark etabliert hat, ist Freiheit. Sehen wir, oder Freiheit ist die Voraussetzung von Vielfalt und Vielfalt ist das Ergebnis von Freiheit. Und die möchten genau vorher festschreiben, sie wissen genau, was Vielfalt ist, sie schreiben es fest und man hat dann nur noch die Freiheit, ihrem Programm zu folgen. Aber das ist eben keine Freiheit mehr. Und ich bin gespannt, wie sich das mit dem zweiten Netzwerk entwickelt. Also bisher haben die einfach nur eine Homepage und haben dann diesen kurzen Text und eine Unterschriftenliste. Ansonsten hat man da noch nicht sehr viel gehört. Aber es könnte auf jeden Fall interessant werden, wenn diese beiden Freiheitsverständnisse, also das unsere im grundrechtlichen Sinne und das sehr stark auf demografische Gleichheit ausgerichtete Freiheitsverständnis des anderen Netzwerks, mal auch in eine Debatte einsteigen würden. Mich würde es freuen. Meine Erfahrung ist allerdings, dass Agenda-Wissenschaftler sich diesen Debatten in der Regel entziehen. Die machen das immer nur innerhalb ihres eigenen Kreises, solange sie Mehrheiten stellen. Dann darf man mal so als einzelne Person hinzu, meistens damit die auch demonstrieren können, dass sie alle richtig liegen. Aber in ausgeglichene Diskussionen gehen die eigentlich in der Regel selten. Aber wir haben uns das Netzwerk auch gegründet, um das zu versuchen zumindest, weil man muss ja auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also es geht uns ja nicht nur darum, die individuelle Wissenschaftsfreiheit zu verteidigen, ist natürlich im Zentrum, sondern auch durch unser eigenes Agieren zu zeigen, ja, man kann eben auf der Sachebene Pro-Kontra-Debatten zu allen Themen führen. Man kann diese Erkenntnisvielfalt darlegen, sie debattieren. Das ist das, was im Kern Wissenschaft ausmacht. Und ich denke, auch wenn wir in Deutschland ein starker Wissenschaftsstandort bleiben möchten, dann müssen wir unsere Kräfte genau darauf konzentrieren, weil ansonsten werden viele Länder an uns vorbeiziehen.